So, willkommen zurück zu meinem Let's Play Don't Starve. Die ersten zwei Nächte haben wir schon überlebt. Hurra! Schauen wir mal, ob wir weiter überleben. Wir haben jetzt ein paar Fallen aufgesetzt. Möglicherweise werden wir in dieses Gebiet dann zurückkommen. Ich werde diese Falle nochmal mitnehmen, das gibt's ja wohl nicht. Ich schaffe es nicht, diese dummen Fallen direkt auf die Löcher zu setzen. Das kann es ja wohl nicht sein. Da sind noch mehr Löcher. Komm schon, Falle. Tu, was man dir befiehlt. Tu, was man dir befiehlt. Ha, sie tut, was man dir befiehlt. Allerdings, wie schon gesagt, ich bin mir eigentlich nicht so ganz sicher, ob da irgendwo auch Kaninchen rauskommen. So. Passt besser. So, wir gehen einmal in diese Richtung weiter und hoffen, wenn wir zurückkommen, dass wir Kaninchen gefangen haben. Ha, da ist ein Kaninchen. Es gibt ja doch Kaninchen. Da hinten, da ist eine Falle, schau. Dummes Kaninchen. Feigling. Nicht der Feigling. Ja. Hey, wir haben ein Kaninchen gefangen. Ist ja cool. Wir können das Kaninchen umbringen. Wir haben Kaninchenbraten gemacht. Wahnsinn, wir sind die Urmonster. Wahnsinn. Okay, gut. Das bringt uns mal über die nächste Nacht auf jeden Fall essenstechnisch. Aber eigentlich sollten wir ja Gegend erkunden. Jetzt habe ich auf jeden Fall weniger Angst. Ja, wir haben Futter gefunden. Als nächstes suchen wir Steine und Gold und so Zeug. Was ist das? Ist das Sumpf? Sumpf wollen wir keinen finden. Da ist gerade ein Baum gestorben. Das macht mir Angst. Ja, also wie schon gesagt, wir suchen Steine, also vor allem Gold und was wir auch suchen, sind so Bifalos, die wir vorhin schon erwähnt haben, kurz. Na toll, ich habe Angst. Es wird schon wieder finster. Diese Bifalos helfen uns, weil sie kacken und produzieren dadurch Dünger. Wie wir ja alle wissen, sind Dünger ganz, ganz wichtig für uns und unser Fortkommen. So, wir gehen wieder dort zurück, schauen mal, ob die anderen, ob die Fallen noch einmal voll sind mit Kaninchen. Schauen mal, ob wir noch mehr Kaninchen gefangen haben. Da nicht, aber vielleicht oben. Da wäre noch eine dritte Falle, die ist wohl abseits von den anderen. Ja, und auch hier haben wir einen. Na toll. Es regnet. Vielleicht sollten wir uns einen Regenschirm oder so irgendwas bauen. Ich glaube, das können wir. Wir können einen Regenschirm bauen. Sehr gut. Ich hoffe nur, das Feuer ist dann halbwegs sinnvoll. So, wir bringen den auch noch hin. Ist das ekelhaft? In der Nähe von irgendwelchen Bäumen. Wenn man die nämlich anzünden, dann brennt wenigstens der ganze Wald. Vielleicht. Hey, ein Stein, hurra! Kann man da daneben.
Oh, das Gas auch angezündet. Das haben wir gut gemacht. Naja, kann es wenigstens schön hell. Ja, also wie schon gesagt, wir haben hier Feuer. Wir machen uns Kaninchen braten. Ah, mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Totes Kaninchen. Als Braten. Mit alten Karotten von gestern. Hört ihr uns schmatzen? Nee, ist das widerlich. Kann ich mir bitte endlich diesen ekelhaften Regen abdrehen? Das wäre mir sehr recht. Jetzt kriege ich nämlich Panik. Also möchte ich diesen Schirm nicht weitertragen. So, was haben wir denn noch alles bauen? Science Machine oder was weiß nicht was alles? Na gut, wäre ganz schön. Ah, wir können einen Grass Suit bauen. Das ist wohl nicht. Dann haben wir immerhin ein wenig Rüstung. Wozu auch immer. Backpack. Den würde ich gerne bauen. Aber dafür brauchen wir noch die Science Machine. Den können wir noch nicht. Den können wir noch nicht machen. Feuer können wir eben das Campfire. Eine Fackel können wir auch nicht, weil wir zu wenig Zweige haben. Und von den Tools können wir genau zwei derzeit machen, nämlich Äxte und Äxte. Äxte und Pickäxte. Naja, soll sein. Noch haben wir genügend Holz. Lassen wir den auch noch auf. Wir brauchen drei Kaninchen in der Nacht. Na arg. Ah ja, stimmt. Und kochen wir. Nein, nicht essen, kochen, habe ich gesagt. Koch, das ist doch viel besser. Ja, die Bären können wir auch kochen. So, wir haben auch die dritte Nacht überlebt. Ich bin beeindruckt von uns. Was machen wir als nächstes? Wir sind nass. Ich finde das überhaupt nicht richtig. Wir gehen da jetzt einmal rauf. Und schauen mal, was da oben alles gibt noch. Ach so, stimmt, da war es ja auch aus. Nein, wir schauen uns als erstes die Karte an. Was haben wir schon alles gefunden? Wir haben hier irgendwas gefunden, was auch immer das ist. Ja, okay. Irgendwie Steine oder so wäre schon ganz gut. Vielleicht gehen wir weiter in Richtung Süden. Immerhin war da ein Stein. Wer weiß, vielleicht ist das der Anfang einer wunderschönen Steinader. Na gut, dann gehen wir mal nach Süden. Noch besser wären so Ebenen wie hier mit Steinen und... Da bekommen sie noch nicht mehr so gut. Ah, wir können aber Dings abmachen. Wo habe ich denn die Axt? Habe ich nicht noch eine Axt gehabt? Scheinbar nicht. Jetzt schon. Die Axt. Außerdem, wartet mal, wollten wir nicht eine Girlande machen? Können wir das? Ne, wir brauchen mehr Blumen. Das wird sich wohl einrichten. Blumen sollten hier noch zu finden sein. Irgendwo. Oh, denkst du, da geht ja gar nicht weiter. Zurück waren wichtig. Ha, Gold, ich habe Gold, ich habe Gold gefunden, ich habe Gold gefunden. Wahnsinn, und wir müssen es nicht einmal abbauen. Wow, da liegt aber viel rum. Das Gold liegt auf der Straße. Ist das arg? Da ist ein Nebel. Hey, da ist ein Friedhof. Ist das gut? Was ist das? Pick up ring thing.
Alles mitnehmen. Wir könnten es mitnehmen, weil wir Platz hätten. Wir brauchen eine Science Machine. Aber jetzt haben wir Gold. Jetzt oh, nein, ist es einfach. Jetzt hätten wir Gold, jetzt können wir eine Science Machine bauen. Und das ist auch nicht schlecht, nehmen wir auch noch mit. Hey, und da ist noch eine Straße. Gold, Gold. Ich weiß nicht, wozu ich das ganze Gold brauche, aber für irgendwas wird es schon gut sein. Wir wissen aus jeder Welt, Gold ist immer gut. Was ist das? Ein Mini-Glacier? Oh, hallo, wer bist denn du? Ah, das schaut nicht gut aus, was er da macht. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich tu dir ja nichts, ich tu dir ja nichts. Oh, Hilfe. Ich wollte das Ei eh nicht. Oh, ja, ich wollte das Ei. Aber ihm sage ich natürlich nicht, dass ich das Ei wollte. Ah, Gold, Gold. So. Aber ich will noch keine Science Machine bauen, weil ich will eigentlich einen besseren Ort. Ich will diese Viecher da bei mir in der Nähe haben. Weil wir brauchen dann Dünger irgendwann einmal. Wahnsinn, da sind so viele Kaninchen. Apropos Kaninchen, vielleicht sollten wir jetzt in einen anderen Ort wieder gehen. Die Kaninchen einsammeln und für die Nacht uns fertig machen. Weeks. Die Beeren essen wir auch, dann können wir nämlich die Kaninchen behalten in der Hand. Das Kaninchen in der Hand ist besser als der Vogel im so, totes Kaninchen. Haben wir noch ein wenig Gras, weil wer weiß, wozu man es braucht. Wir essen diese Karotte. Ha. Das Kaninchen. Hätten wir die Fallen irgendwie da runterbringen sollen. Oh, der Baum ist gewachsen. Habt ihr das gesehen? Der versucht mich zu erschrecken. Böser Baum. Böser Baum. Kann man diese Science Machine nachher wieder mitnehmen, wenn man die irgendwo hingebaut hat? Das wäre interessant zu wissen. Die Workbench bei Minecraft kann man auch mitnehmen. Das Lagerfeuer irgendwo in der Nähe von Bäumen machen, dann können wir nämlich in der Nacht noch mehr Bäume fällen. Ja, zu wenig Dünger und zu wenig. Achso, wir pflanzen das halt gleich wieder. Hier. So, sehr gut, sehr gut. Eine Blume wäre noch ganz gut. Dann kann man nämlich so eine Girlande bauen. Nein, geh weiter. Aber vielleicht sollte man auch das Lagerfeuer machen. Lagerfeuer, geh her. In die Flammen. Okay, okay. Angst. Kochen. Und kochen. Sehr gut. Wieder kochen.
Also Essen ist definitiv nicht das Problem, was wir derzeit haben. Was ist das Problem, was wir derzeit haben? Oh, nicht so weit ins Dunkle. Ich habe Angst. Wir brauchen so eine Dürrlande. Ha. Dann verlieren wir weniger langsam Verstand. Männer mit Girlanden im Haar sind immer klug und gut. Ja. Wenn wir die Science Machine machen würden, könnten wir neue Crafting Recipes bauen. Aber wie schon gesagt, die kann ich dann glaube ich nicht mehr irgendwo hin transportieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen will. Hey, ich habe einen Bart. Essen wir das? Okay. Soll sein. Ja, wie schon gesagt, ich hätte ganz gerne so Buffalos, weil wir wollen später dann nämlich rund um unser Lager wollen wir verschiedene Sachen bauen. Und diese Sachen sollten dann natürlich auch wachsen. Und wachsen tun sie nur dann, wenn wir Düngemittel haben. Ohne Dünger. Kein. Wobei, vielleicht können wir das Nitrat als Dünger verwenden. Ist das Nitrat? Es steht hier Nitre. Nitre. Ob das Nitrat ist, glaube ich nicht. Wir könnten es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ha, fliehe, Hase, fliehe. Wenn das Nitrat als Dünger gilt, dann wäre der Platz trotzdem nicht so schlecht, weil ich nehme mal an, in den Steinen finden wir noch mehr Nitrate. Wobei, natürlich sind die auch irgendwann mal trotzdem aus. Ach, was will dieser Typ? Den möchte ich lieber. Oh, was noch so einer? Ah, ja, ich gehe ja schon weg. Lass mich in Frieden. Liegt auf der Straße. Hey, das sind Schweine. Kann ich denen ein Goldnugget geben? Wieso habe ich nur ein Goldnugget? Was heißt you back off? Ich habe dir gerade ein Goldstück geschenkt, du Babbler. Ärgerlich. Diese Schweine sind doch alle gleich. Gleich. Okay, Gold brauche ich jetzt keins mehr. Gräberfeld, war ich da schon mal? In diesem Grab? Schauen wir mal. Also, das war jetzt Cape falsch. Wir wollten das. Oh, da ist ziemlich viel Grab. Ich glaube, in Gräbern findet man sicher irgendwelche tollen Dinge. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug ist, Gräber zu rauben, aber. Was könnten wir hier noch alles tun? Keine Ahnung. Ich weiß das wirklich nicht. Okay. Wo zum Henker bauen wir unsere Science Machine hin? Oh, das sind Steine. Okay. Normale Steine also. Noch mehr Steine. Steine brauchen wir eh, weil ohne Steine können wir kein befestigtes Campfire machen. Campfire wollen wir ja tun. Und wenn wir mal irgendeinen Platz gefunden haben, wo ich mich wohlfühle, also nicht in dieser Welt. Steine, das ist okay.
Schweine haben sich jetzt wahrscheinlich wieder zurückgezogen in ihr Zuhause. Wir gehen durch den Friedhof der Schweine. Besser ein Friedhof der Schweine als ein Friedhof der Kuscheltiere. Mhm, Schweinchen. Geht's dir gut? Boah, noch mehr Gold. Ich habe schon so viel Gold, ich kann das gar nicht mehr heben. Jetzt dahin. Noch mehr Gold. Wow, die sind aber nah. Ja, und Kaninchen sollten vielleicht auch in der Nähe sein. Oh Gott. Oh, viele von diesen Dingern. Nein, 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 nein. Ah, 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 Hilfe, Hilfe! Ich gehe ja schon weg, 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 ich gehe ja schon weg. Ah, 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 ah. Wieso ist denn der jetzt aufgewacht? Ach Gott. Also bitte weiter schlafen, ich will doch gerne vorbei. Hat dich die Krähe aufgeweckt? Nein, also da unten bleibe ich sicher nicht. Zumindest nicht, solange ich diese Dinger nicht besiegen kann. Das ist ja schrecklich. So. Im Schrecken müssen wir gleich diese Samen nehmen. Oh, Spinnen. Auch nicht besser. Das habe ich noch gar nicht gesehen. War ich denn noch nicht? Doch, ich war hier schon. Das sind die Beeren sind gepflückt. Da muss ich hier schon mal gewesen sein, oder? Was ist das? Platzinko. Hm. Wahrscheinlich mit der Pickaxe. Aber zuerst machen wir wieder ein Lagerfeuer. So. Dann kriegen wir mal die Pickaxe. Ah, nein, das wollte ich nicht. Hilfe! Hilfe! Nein, ich will nicht in den Cave. Hm. Auf jeden Fall ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mein zweites Let's Play zu beenden. Das heißt Wrangling Pines, Framing in Beginning Food, Insinuating Petals, Generating Nyctopathia. Hmm. Wrangling Game Theory, Framing Monsters. Wieso brauchst du so lange, um diese Höhle zu kreieren? Ist die so groß? Ich war noch nie in Höhlen. Was können Höhlen? Hallo? Mach so weiter. Und zeigst du mir nicht so gruseliges Zeug? Ich mag diese Fledermäuse nicht. Oder weiße Kaninchen mit roten Augen machen es nicht besser. Was macht dieses Ding? Okay, egal. Ich höre jetzt für heute auf. Also ich höre nicht auf für heute, aber dieses Let's Play höre ich jetzt mal auf. Und tschüssi. Und das nächste Mal, wenn ich mich melde, sind wir dann in einer Höhle. Kurz. Ich gehe nämlich ziemlich klein wieder rauf. Also, gute Nacht, schlaf gut und träumt was Schönes.